Und da sind wir wieder, meine lieben Freunde. Heute ist Samstag. Ich hoffe, ihr habt alle schön ausgeschlafen. Und es tut mir echt leid für Leute, die heute arbeiten mussten. Ich habe wieder Urlaubsvertretung, 2 Wochen. Nächste Woche, also ich mache hier öfter Springer, nennt sich das. Also in meinem Job bin ich gerade Springer, weil ich ja Neueinsteiger bin und muss immer Urlaubsvertretungen machen. Wo ich mich dann da in ihre Routinearbeit so schnell reinfinden muss und da, also, oh, stressig. Und jedenfalls Springer. Und da weiß ich noch gar nicht, wenn ich richtig Pech habe. Ah, ich muss ja doch was essen. Wenn ich richtig Pech habe, muss ich auch Samstag mal arbeiten. Habe ich aber keinen Bock drauf. Bin ich überhaupt nicht her. Ich will Sonnabend, Sonntag frei haben. Aber man kann sich das natürlich nicht immer so richtig aussuchen. Von hier sind wir gekommen, war ja. Man kann sich das natürlich nicht immer aussuchen und deshalb die Samstag arbeiten mussten. Ich hoffe, dass ihr jetzt fertig seid damit und ganz entspannt hier meine Folge angucken könnt. Aua, Mann. So, muss mir hier mal wieder eine Flucht. Ich meine, wenn hier die Schweine über mich herfallen, ja, die Pigmans, dann ist sowieso alles vorbei. Dann habe ich einfach mal Pech. So, weiter geht's. Dann hier lang und hier lang und hier lang. Ach, guck mal, eine Glowstone-Traube. Haha. Sehr geil. Haha, cool. Ey, der Nether hier ist ja richtig cool. Und wie heißen die? Garste. Keine Garste. Soll ich das schon mal aus... Einer war da, den habe ich sofort platt gemacht und jetzt ist erstmal wieder Ruhe. Weil ich ja voller der Garstplattmacher bin. Da könnte man sich jetzt hier eigentlich so eine kleine Plattform... Guck mal, ohne Schleichentaste. Ganz schön mutig, UFO-Mann. Ups. Kannst du ohne Schleichentaste noch ganz knapp hier an den Rand ran. So, noch ein bisschen hochstecken. Ja, und im Ernstfall... ist das tief. Und hoffentlich geht uns da nicht so viel Glowstone verloren. Das fällt ja bis sonst wohin. Na, dann müssen wir alles einsammeln. Was wollte ich denn eigentlich noch erzählen? Oh nein, das ist ja doch einer. Mistikack. Mistikack. Können wir uns hier so eingraben, dass sie uns nicht trifft? Doch, er hat uns getroffen. Ah. Guck mal jetzt. Ja, los, komm. Ich meine, diese Ecke hier ist denkbar ungünstig. Ein Garstangriff. Wenn man Pech hat und der trifft meine diese. Wenn man Pech hat und der trifft die Pigmen, dann denken die nachher noch, ich bin schuld. Ach, guck mal, jetzt ist er wieder abgehauen. Du könntest mir mal lieber den Weg zu einer Nether-Festung zeigen, mein Freund. Zu weit weg. Das Gute ist ja, diese Feuer hier, die kann man mit allem Möglichen ausschlagen. Jetzt kommt er gleich wieder, würde ich mal sagen. Nein. Ich höre dich. Oh Gott, ey, dieses Sackgesicht. Guck mal, da ist ja noch mehr Glowstone. Cool. Jetzt müssen wir erstmal diesen Gast erledigen. Mal hier kommen wir ja auch so nicht runter auf legalem Wege, war, oder? Hier? Uns jetzt hier runter trauen. Ist er erstmal weg? Holen wir uns das alles? Ich meine, für unsere riesigen modernen Städte, die wir da bauen, können wir natürlich auch gut jetzt hier immer ein bisschen aufpassen, ja. Ach, guck mal. Nee, da ist er nicht. Wo ist er denn? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Kommt euch vielleicht bekannt vor? Gastmäßig? So, wenn ich jetzt hier eine Fackel reinbaue, dann weiß ich, dass ich nicht
dass es keine Wegerleuchtungsfackel war. So, jetzt aber schnell wieder hoch und zur anderen Traube rübergerannt. Hat er keinen Bock mehr? Wo ist denn der? Interessiert sich nicht mehr für mich. Naja. Oder dass sie jetzt vielleicht neuerdings Angst haben. Ja, dass man denen so ein bisschen mehr Respekt einprogrammiert hat. Besser wär's ja. So. So, so, so. So. Oh, das ganze schöne Zeugs hier hat er weggesprengt. Ah ja. So, so, ups. Ja, vielleicht sollte ich auch mal was erzählen. Und ich habe wieder vergessen, meine Stoppuhr anzumachen. Aber ich denke mal, es sind doch schon wieder 10 Minuten, oder? Irre ich mich da komplett? Sind das nicht schon wieder 10 Minuten? Guck mal, jetzt ist ja erstmal weg der Gas. Da könnte man jetzt mal ganz schnell. Warum kann ich ihn hier nicht hochspringen? Gibt es da irgendeinen Grund für? Nee. Oh nein, sag nicht, ich bin hier stecken geblieben. Oh nein, ich will nicht stecken bleiben. Nicht stecken bleiben, UFO-Mann. Nicht stecken bleiben. Nein, ich bin hier stecken geblieben. Ich will nicht stecken bleiben. Hör auf mit dem Scheiße, ey. Oh, Gott sei Dank. So. Komm, ich muss euch alle mitnehmen, bevor der wiederkommt. Der Herr Rabauke. Der Herr Rabauke. Guck mal, das ist doch gut. Das müsste ich doch überall rankommen. Ja, sehr schön. Glowstone. Ich habe jetzt gerade so ein Gefühl, als wenn ich Diamanten abbaue. Weil ja in meiner Karriere war es ja jetzt bis jetzt noch nicht so doll mit Glowstone. Ah, cool. Freut mich total. Ja, und wie das eben beim... Oh, wie das immer bei Minecraft so ist, habe ich ja damit gar nicht gerechnet. Und das war ja auch, ups, gar nicht eingeplant. Und ich muss erstmal was essen. Ja, so. Das war gar nicht eingeplant. Gibt's hier noch unten Glowstone, den ich vergessen habe? Hier, hier, hier. Und dann hier runter. Hier ist auch noch einer. Hier ist auch noch Quarz. Solange bis der Rucksack voll ist. Apropos Rucksack. Ich spiele jetzt schon eine ganze Weile ein paar... Ups. Na, wo ist er? Da hinten ist ja noch eine Glowstone-Traube. Guck mal, was haben wir denn hier hinten? Ein Schirmpilz? Ist ja cool. Und, oh, verschiedene Pilzsorten. Ah, ist ja geil. Ob das nun jetzt nur rein am Texture-Pack liegt, ist ja schon eins für die 1.7. Da werden natürlich neue Pilzen und neue Pflanzen auch angezeigt. Neue Pilzen. Neue Pilzen werden angezeigt. Neue Pilzen. So. So, mal schnell wieder hier hoch. So, jetzt haben wir eigentlich Glowstone-mäßig alles eingesammelt. Jetzt brauchen... Oh, vielleicht sollte man das erstmal zurückbringen. Wisst ihr was? Ich bringe das erstmal zurück. Ich bringe das erstmal zurück und nehme nur noch dieses Quarz hier mit. So. Ich denke mal, hier ging's hoch, ha? Hier ging's hoch. Da habe ich mir ja meine Markierungen gemacht. Und hier ohne Map, ohne Minimap, ohne Mobs, nicht ein einziger Mobs. Mod, nicht ein einziger Mod. Und wir kommen super voran, schon seit 10 Folgen und sind auch noch in einer Gegend, die wir gar nicht kennen. Und es macht irre Spaß mit euch hier im Nether. Sag mal, ist die Musik überhaupt noch an? Wartet mal kurz, wir machen mal ein bisschen andere Musik. Ich habe hier zwar meine... Ach so, die Musik ist noch an, die höre ich nur nicht. Das ist ein Song, der ist 30 Minuten lang. Ohohoho. Was gibt's denn hier noch für Musik? Ungarn, Gruselhöhlen, Best of World. Was ist ein World? Aha. Aha, okay. Na gut, lassen wir das mal. Ist ein bisschen unterhaltsam, oder? So, sehr schön. Quarz ohne Ende. So, wo sind wir denn jetzt hergekommen? Da, von da oben. Ja, ja, ja. Also müssen wir hier lang. Und dann müssen wir hier runter, oder sind wir von hier gekommen?
Nein, das ist genau richtig. Und da geht's so runter. Würde ich mal sagen. Ich habe mir hier die Markierung gemacht, oder? Jetzt habe ich mich aber eben eine Sekunde überhaupt nicht an meine Markierung gehalten, wa? So, genau. Wir machen uns immer unsere Beleuchtungsdinger in so eine Nischen hier rein. Da wissen wir, dass es keine Wegweiser sind. So. 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 So, so, so. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was man hier für XP machen kann. Guckt euch das mal an. Vielleicht sollte ich mir gleich mal einen Zaubertisch basteln, wenn ich zurück bin. Und irgendeine Diamantspitzhacke verzaubern. Na cool, okay, wir gehen jetzt erstmal wieder raus und lagern unsere ganzen Schätze da. Holen uns noch ein paar neue Spitzhacken. Und dann gehe ich nochmal rein. Dann müsst ihr wohl über oder übel dann noch eine Folge Nether über euch ergehen lassen. Ich bin ja ganz positiv überrascht, dass ich diesmal nicht 30 Mal gestorben bin und mich relativ sicher jetzt schon im Nether bewege. Und sogar geschafft habe, einen Ghast abzuschießen. 32 Pfeile habe ich noch. Naja, wollen wir mal gucken, war. Und jetzt erstmal wieder raus. Raus die Maus. Aus die Maus. Falls jemand von euch Hausmeister Krause kennt, der sagt doch immer aus die Maus, wa? Oder der sagt sogar, was sagt der? Upsala. Der sagt ja sogar, was sagt denn der immer? Irgendwas, der hat ja so ein paar Sprüche auf Lager. So, auf Lager. Wann hat der Sprüche auf Lager, der Krause? Oh nein, aua. Ups, und die Verletzung hier. Wir ziehen uns hier ständig Verletzungen zu. So, ein bisschen Eisen. Guck mal, das lassen wir alles hier. Das passt gar nicht alles in unsere schöne Truhe rein. Na, aber auf jeden Fall die Glowstone, die werden wir ja mitnehmen. Kommt da irgendjemand, der uns töten will? Ich hab's doch geahnt. Und jetzt Kopfschuss. Und zack. Nein, Kopfschuss. Ah, das kann. Gibt's denn sowas? Gibt's denn? Habt ihr das gesehen? Verbrennend hat er mir noch vollend rübergezogen. Hier, guck mal, zwei Spitzhacken können wir uns noch machen. Zwei Spitzhacken, naja. Was soll's? Eins, zwei, so. Und hier, zzt, so. Klack. Und jetzt haben wir noch zwei Spitzhacken. Sehr gut. Sogar Zombiefleisch haben wir mittlerweile. Haben wir Federn? Federn haben wir nicht. Sonst hätte ich jetzt noch zwei, drei Pfeile gebaut. Haben wir nicht. Brauchen wir auch erstmal nicht. Was wir brauchen ist. Bum und bum, dum, bum, bum. Okay. Was wir brauchen. Pilz. Ist. Glowstone. Haha, Glowstone. Gut, so. Pfeile. Wir haben wenig Pfeile. Das ist natürlich nicht so schick. Ah, gucken wir. Also ich glaube, den Tempel werde ich nicht nochmal aufbauen. Ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob ich hier wirklich bleiben will. Ihr wisst ja, wir sind ja eigentlich auf der Suche nach einem Winterbiom für die große UFO-Mann-Weihnachtsfeier. Und ich glaube, nachdem wir dann den Tempel hier so ruiniert haben, wie wir Menschen halt so sind, oder wir UFO-Nauten, werden wir diese zerstört, nachdem wir hier alles ausgebeutet haben und zerstört haben, werden wir dann ganz einsam und verlassen. Ups, diese ganz einsam und verlassen. Das hier zurücklassen. Juhu, ich komme, um mehr Glowstone zu holen, meine lieben Freunde. So, die gucken, dass die Folge nicht zu lange wird. Ich habe hier noch nur eine begrenzte Zeit. Die Spannung steigt. Werden wir noch mehr Glowstone finden? Werden wir von dem Pigment verschont werden? Werden wir es schaffen, nicht aus Versehen ein Pigment zu treffen mit einer Spitzhacke? Ich glaube, die Pigmen, die stürzen sich schon auf mich, wenn die einen Glowstone auf den Kopf kriegen. Da rasten die schon völlig aus. Ansonsten sind die ja ganz ruhig.
Und da sind wir wieder. Jeho, hallo Pigments. Na, wie geht's euch? Goldene Schwerter. Man könnte euch eigentlich alle umbringen und dann... Ach nein, Gold... Guck mal, die tanzen hier schon den Todestanz. Die Pigments. Ich vermute mal, dass wir hier hochgegangen sind, soweit ich mich erinnern kann, genau. Und dann sind wir hier hoch. Und dann sind wir hier hoch. Wunderreis Minimap, also monstermäßig. So, meine lieben Freunde, meine lieben Ureinwohner des Nethers, Verteidiger des Nethers. Wir wollen jetzt hier hoch, oder? Ja, wir wollen hier hoch. Egal wie. So. Und da sind wir wieder. Und da lang. 32 Erfahrungspunkte schon. Ich will die auf keinen Fall verlieren. Ich hoffe, ich bin nicht so dumm und verliere die alle wieder durch meine nervige Art und Weise hier. Guck mal, oh, wo waren, da hinten war noch eine Glowstone, oder? Guck mal, da sind wir schon mal lang gegangen und da oben war die Glowstone-Traube. Und dann hatte ich irgendwo hier hinten hatte ich dann Glowstone gesehen. Würde ich mal hier hochgehen. Sieht hier. Oh, oh, schnell, schnell, schnell. Oh, ich werde bombardiert, 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 ich werde bombardiert. So, ho, ho, ho. Los, komm her, du Sack. Du Sackgesicht, komm. Guck mal, da hinten ist eine Glowstone-Traube. Da müssen wir mal hin. Muss mal hier so eine Markierung machen, dass wir da lang gehen müssen. So. Was haben wir jetzt hier? Ein Abgrund. Oh, können wir ja einfach so lang laufen. Okay. Oh, was haben wir da? Ein Glowstone? Ah, Seelensand. Wow. Oh! Leute, Glowstone-mäßig geht's hier aber richtig ab. Geht's hier richtig ab, Glowstone-mäßig. So. Wahrscheinlich haben wir den Gas jetzt genau über uns. Ich höre ihn schon ganz nah. Ich höre ihn schon. Solange bis er uns angreift, werden wir mal schnell. Wir hören ja, wenn er schießt und dann können wir ausweichen, ohne zu gucken. Bis jetzt. Hören wir ihn, aber sehen ihn nicht. So, jetzt wird's spannend hier. Juhu! Da, la, la, la. Ufo-Mann kommt jetzt an. Ha! Wenn wir aber da runterfallen, dann ist richtig doof. Wenn wir da runterfallen, ist richtig doof. Wo ist denn der? Also er ist noch nicht. Mist, jetzt habe ich keine. Ach, jetzt habe ich keine Steine mehr. Wir müssen mal fies aufpassen. Dass wir hier nicht abstürzen. Und hier uns noch ein paar mehr Steine machen. Zum Hochstacken. Bin schon wieder so aufgedreht. Das endet wahrscheinlich. Jetzt hat er geschossen. Genau. Von wo, frage ich mich. Immer einsammeln schnell. Ja, immer wenn er so quiekt, schießt er. Da ist er. Ist er wieder abgehauen. Da ist er. Juhu. Probieren, ob wir den... Haha, du Dovi, du Dovi. Du Dovi. Dovi. Oh nein, nein. Du Sack. Das gibt's doch nicht. Ich mach dich alle. Komm her. Komm hier. Ja, 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 ja. Oh, ho, ho. Haben wir wohl wieder nicht getroffen.
Aber nicht meine ganzen Pfeile verschwenden hier. Vielleicht können wir ihn ja mit seinen eigenen Waffen schlagen. Nein, das geht immer nicht so gut. Oh, jetzt wird es mir hier ein bisschen riskant. Okay. Von wo sind wir da eigentlich... Von wo sind wir denn hier eigentlich gekommen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Jetzt wird es gerade ein bisschen stressig. Es hat sich angehört, als wenn jetzt ich hier Ärger mit den Schweinen kriege. Ich habe da jetzt so einen Schweineschrei gehört. Ey, Alter, du verbrauchst meine ganze Pfeile. Alter, das ist ein Treffer. Ah, guck mal, cool. So, jetzt haben wir es geschafft und haben diesen Ghast erledigt. Ghast-Tränen brauchen wir im Moment nicht. Wobei ich aber immer noch weitere Ghast-Geräusche höre, das ist nicht so gut. Oh ja, und essen muss ich auch schon wieder. Bum, 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 bum. Haben wir die Traube hier. Ah, da hinten ist er, hinter dem Loch. Jetzt kommt er da lang, oder was? Ich hoffe mal, dass er da nicht durchpasst. Dass ich hier mein Glowstone abbauen kann. So. So, danke. Nein, er hat auf mich geschossen. Ah, das ist natürlich ungünstig, wa? Wenn der da... Wo ist er denn? Von wo aus hat er denn geschossen? Ach, da ist er. Hm. Ey, sag nicht, dass du mich jetzt angreifst. Nein. Jetzt wird's aber echt spannend hier. So... Leute, wir gucken mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge, ja? Auf Wiehö! Oh Gott, ist das spannend!